Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods & Co. Ja, heute sind wir in Folge 11. Die erste Mod seht ihr schon direkt vor mir. Und noch eine technische Sache, ich habe heute den Sound etwas angeglichen. Also mir wurde halt angetragen, dass der Sound wohl ein bisschen leise wäre, wenn man so Motoren von Traktoren und sowas hören würde. Das heißt, der Ingame-Sound ist jetzt im Verhältnis zu meiner Stimme etwas lauter. Das heißt, es sollten Traktoren, die wir heute auch dabei haben, einen mindestens, sollte man besser hören können. So, die erste Mod hier ist vollkommen unscheinbar. Es ist tatsächlich dieser kleine Kasten, aber er lässt sich am einfachsten erklären, wenn ich einmal hier in den Produktionspart reingehe, nämlich hier unter Tiere, also wenn ich das Baumenü und dann hier unter Tiere und unter Bienen. Und hier sieht man es auch schon. Das hier ist der normale Trigger, um eine Palettenstation aufzubauen für Honig. Genau. In dieses Feld, wenn ihr das setzen würde, würde 4 Paletten Honig erscheinen. Dort 6 und dort 12. Und das Feld, was ich hingestellt habe, ist 12. Das pro Hof ist nur ein Gegenstand erlaubt. Das heißt, hier würden 12 Paletten Honig erscheinen können und der Preis steigt auch leicht. Also das ist nicht das Problem, finde ich. Aber hier muss man halt nicht alle 2 Sekunden gucken, sondern hier laufen erstmal 12 Paletten Honig voll. Ja, jeder wartet auf den ersten Autolot, um den Spaß abzutransportieren, aber keiner will Honig so auf irgendwelche Karren bringen, hätte ich fast gesagt, auf irgendwelche Wagen heben. Aber hier könnt ihr erstmal wenigstens den Honigpart dann ansammeln lassen. 12 Paletten werden es denn hier sein. So, ja, das war Mod Nummer 1. Mod Nummer 2 steht hier. Genau, ein kleines, eher amerikanisch angehauchtes Farmhäuschen. Entschuldigung, ich habe so ein bisschen Wüstenlandschaft, ein bisschen Berglandschaft geschaffen hier. Im vorderen Bereich hier, deswegen mache ich die Hilfe mehr an, seht ihr einen Zugriff auf den Kleiderschrank, ne? Da könnte man andere Klamotten anziehen. Und auf der Rückseite ist der Haupteingang oder was auch immer, wie man es nennen möchte. Hier hinten ist die Schlaffunktion. Also ein schönes kleines Häuschen. Ich kann leider nicht mehr Häuschen davon setzen, sondern immer nur eins. Aber in diesem Set, in dieser Mod, sind 3 Stück drin. Deswegen gehe ich jetzt nochmal hier freundlich ins Menü. Wir gehen einfach mal auf Farmhäuser. Und ihr seht es ja schon, das ist der Standardpart. Ne? Hier, ne, mehr so die, ne, ich kann es mich jetzt so zeigen. Ne? Mittlere, ne, falsch. Rechte Maustaste gedrückt halten, den kann man es drehen. Das wäre dann eine Hausvariante. Die nächste Hausvariante würde so aussehen. Ne, auch immer mit Schlaffunktion und sowas dabei, wie ihr seht. Und die andere habe ich hier dementsprechend hingestellt. Also das sind dementsprechend dann die Häuser, die sind in dem Set hier drin. So, das nächste, was ich jetzt hier auch noch habe, bevor wir zu Maschinen und Fahrzeugen kommen, drüben beim Shop, müssen wir einmal hier durch die Landschaftskratergeschichte wandern, weil das hier ist eine Produktion. Genau. Und da seht ihr es auch schon. Ausgabe Diesel. Richtig, wir haben eine Biodieselannahme, weil hier ist Annahme Raps. So einfach ist das Ganze schon. Hier hat sich auch der freundliche Macher verewigt auf einem wunderschön aussehenden Schild, muss ich sagen. Ne? Green Tech Biofuels. Hier wird also Raps angeliefert und hier kommt Treibstoff bei raus. Das ist schon der ganze Trick. zeige ich euch mit der anderen Produktion gleich alles zusammen im Shop-Menü, wie auch auf der Aufbaugeschichte. Ihr seht selber uns hier ein schönes Haus, kann man nicht anders sagen. Gebäude und sowas ist alles okay. Ne? Und auch die Beschriftung finde ich schon mal sehr schön gemacht, dass man hier alles dran stehen hat. Sorry fürs Husten. Zweite Variante, die ihr hier seht, hier wird Saatgut produziert. Genau, so einfach ist es. Hier kommt das Saatgut raus, ne? Schön das Rohr oben zum Raus. Und hier gehen die Grundstoffe dafür rein. Auch schön, einfach, klein, kompakt, sehr schön gemacht, finde ich. Ne? Sieht gut aus, funktioniert. Beleuchtung nachts hat es auch. Da sieht die andere Produktion. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Wenn wir es aufbauen wollten, die Produktion, müssen wir natürlich erst auf Produktion gehen, gehen ganz ans Ende und da seht ihr die beiden auch schon. Ne? Einmal haben wir hier den Part, klicke ich an. Das ist halt die Biodieselproduktion. Dafür müsste, genau wie auch für die Saatgutproduktion, 195 auf den Tisch legen. Also, das ist erstmal eine Investition, die man machen muss. Ne? Und dann kann es losgehen. Genau das gleiche, wenn ich jetzt hier wechsle. Klar, dann habe ich das Gebäude zu setzen. Das ist der ganze Trick. Je nachdem, was man hat, ne, wenn ich jetzt hier so ein bisschen mehr aufs Fuckelige gehe, desto mehr Anpassungskosten. Seht natürlich da, seht ihr, da kostet das schon über 200.000. Ne? Also, je nachdem, wo man es dann hinbaut. So, dann gehen wir hier wieder raus, drücken Escape und dann sehen wir hier, wenn wir hier unten auf die Menüebene gehen, sehen wir ja alle Produktionsketten, die wir haben. Ganz einfach gemacht, Diesel. 500 Raps rein, 1000 Diesel raus. Das ist eigentlich verdammt viel. Also ich finde, hätte es wahrscheinlich andersrum besser gefunden. 1000 Raps rein, 500 Diesel raus.
Keine Ahnung, mal sehen, ob es noch angepasst wird, aber muss bedenken, das Ganze macht ja einmal in der Stunde, man produziert also keine 5 Milliarden Liter in der Stunde und dann kostet das Ganze einen noch 40 Euro extra pro Stunde, die das Ganze läuft. Das ist dann schon der ganze Trick, also Produktionskosten sind so einigermaßen hoch im Verhältnis gesehen zu anderen Produktionen. Das hätte ich allerdings von den Werten her andersrum besser gefunden. Können wir auch gleich nochmal in der Shopliste auftauchen, gucken hier, Moment, hätte ich gar nicht wechseln müssen, hier drauf. Ob wir jetzt den Treibstoffpart hier auch drin haben. Ne, ich sehe so hier auch keinen Treibstoff zum Verkaufen. Das heißt also, man kann das doch da. Diesel zum Verkaufen. Dann seht ihr selber Biodieselherstellung und Tankstelle. Ne? Das ist der Ankaufpreis. Das ist der Verkaufspreis, wenn ihr irgendwo tanken geht. Ne? Passt in Relation nicht so super zueinander. Und hier ist der Preis gerade sinkend. Ne, also wie gesagt, davor, dass man auch die doppelte Menge kriegt, ist das mehr als lohnenswert. Das ist schon mehr so in der Ertragsgröße fast Richtung Olivenanbau und Olivenöl. Ne, also wie gesagt, ich finde es andersrum, hätte ich es besser gefunden. Dann hätte man das auch in Relation setzen können, wenn man, was ich zum Beispiel 1800 für 1000 Liter gekriegt hätte, an Raps zum Beispiel, und man würde raus 500 Sprit kriegen, dann müsste der halt dann das Doppelte einbringen. Und da seht ihr, das wäre dann halt jetzt gerade ein schlechter Preis, wenn er dann, ist auch ein Weg da unten, wenn er höher steigen würde auf 4.000, 5.000, dann hätte man halt einen angemessenen Preis. Deswegen muss man mal gucken, wie es ist. So rum ist es vielleicht eher eine Geldmacherei, sag ich mal so. Aber wie gesagt, die Idee an sich finde ich aber sonst super. So, dann andere Produktion, Saatgut. Saatgut können wir in verschiedenen Varianten herstellen. Wir brauchen dafür zum Beispiel Weizen 1.000. Und 200 Dünger und kriegen daraus 1000 Saatgut. Das heißt also, der Dünger ist immer weg, sozusagen von der Menge her. Oder ihr habt da Verlust, könnt ihr das aussuchen. Das gleiche könnt ihr aus Gerste machen, gleiche Verhältnis. Und das gleiche könnt ihr aus Mais machen. Daraus können wir das Ganze herstellen. Und die Kosten pro Stunde sind ja auch 40. Ist, weiß ich nicht, ob das günstiger ist, als wenn man Dünger kauft oder so. Ich habe jetzt hier keine Düngerpreise im Kopf. Weiß ich, steht das hier irgendwo? Haben wir hier Dünger überhaupt als Handelsgut drinne, Kalk war ja unten auf jeden Fall, Herbizide auch. Darunter hätte ich das wahrscheinlich auch den Saatgut und den Dünger vermutet, aber irgendwie eher nicht so, glaube ich. Da, Saatgut, da haben wir es. 2981. Ja, ist okay, man muss natürlich den Dünger dazu kaufen, das Ganze produzieren, das Ganze machen, je nachdem, welche Frucht man einsetzt. Also man kann da auch Geld mitmachen, wenn man das Ganze verkauft. Also durchaus nicht schlecht, ne? Muss halt jeder selber wissen. Und hier seht ihr, ist es wieder Fat Action dabei. Ne? Kennt ja schon von der Nordfriesischen Marsch. Der hat auch diese Mod dementsprechend gemacht. So, ja, dann hüpfen wir mal. Und wir hüpfen nämlich jetzt hier hin und fangen an mit der Mod, die hier auf der Seite steht. Eins der Highlights habt ihr gerade schon kurz gesehen. Erstmal ist das hier der BT-Max von Joskin. Das ist dementsprechend der Tiertransporter, den man eh schon kennt aus den Vorgängerversionen. Ne? Typenbezeichnung steht da drauf, RDS 7500. Ne? Hier kann man dann Tiere mit transportieren, wenn man sie halt nicht anliefern lassen möchte. Also schöne Geschichte, sieht gut aus, passt halt auch wieder ins Spiel, ne? Gehört auch irgendwie mit dazu. So, dann marschieren wir hier rüber und sehen, ja, auch den kennen wir, nämlich an der südamerikanischen Karte ist er mit dazu gekommen, war mit dabei. Das ist ein Bison, wie ihr seht, nämlich den, da ist die Typenbezeichnung, ne? Den 56er jetzt hier in dem Fall. Der kommt dann, wenn ihr die Mod aktiviert, zusammen mit dem Schneidwerk. Finde ich, sieht hier auch sehr gut aus. Technische Daten davon schauen wir uns dann auch gleich mal im Shop an. Ich kann hier mal eine Runde reinhüpfen. Mach mal die Hilfe, ups, die falsche Taste, die Hilfe aus. Und dann seht ihr hier, die Lichtgeschichte funktioniert, die Rundumleuchte funktioniert. Blinken tut er dementsprechend auch, ne? Sah man hier wegen dem Schneidwerk nicht, das sitzt ein bisschen dahinter. Hinten ist er dementsprechend auch freundlich am Blinken. Wenn wir uns das Ganze hier angucken, dann sehen wir, hier sind die Bedienelemente. Da sieht man so jetzt nicht unbedingt viel, aber wenn man den Motor anmacht, sieht man die Zeigerreaktion. Ne? Wenn ich dann von außen an, in die Außenansicht gehe und ich starte das Ganze, dann seht ihr hier, ja, da geht die Ernte los. Ne? So einfach ist es. Also auch das, sehr schönes Gerät, kann ich anders sagen. Sieht auch, wie gesagt, sehr, sehr gut aus. Ja, ich würde sagen, die beiden gucken wir uns erstmal im Shop an. Das macht das Ganze einfacher. Wir fangen hier einfach mit dem Drescher an. Ganz ans Ende, der kostet nur 30.000, ist im Verhältnis gesehen zu dem Standard, was sonst dabei ist. Ne, wir haben hier 4.900 Liter zu 75 und hier haben wir halt 3.554 zu 30. Ne? Und das ist ein bisschen ältere Technik, wie gesagt, das passt dann schon. 30.000, wir haben sonst hier auch
Ne? Wir können hier noch die Auswurfgeschichten ändern, die kommen dann auch in einer anderen Farbe. Wir hätten noch die Reifenvarianten so ein bisschen was anzupassen. Ne? Und hier hinten noch das Warndreieck zu setzen. Das ist also, was noch dazu kommt. Und dann haben wir passend dazu, ist auch wie gesagt in der Mod mit drin, das Schneidwerk. Schneidwerkswagen gibt es nicht, Maisflücker gibt es auch nicht speziell dafür. Hier sieht man von Bison den Header dementsprechend, also den, ne, das Schneidwerk an sich. Da muss man dann nochmal 7.000 für investieren, für 4,20 Meter im Verhältnis gesehen zu den 5 Metern bei dem kleinsten, der original dabei ist. Also es ist halt günstiger, es ist ältere Technik und es passt im Verhältnis gesehen. Also finde ich schon ganz okay. Dann gehen wir hier ein Stück runter und finden hier Tiertransport. Und da seht ihr selber, das ist der Tiertransportpart, der original dabei ist. Dann passt der Joshkin natürlich hier hervorragend mit in die Größe dazu, weil das ist ja mehr Pferdetransporter-Geschichten, das ist mehr größer und hier haben wir mehr eine kleinere Variante dann. Und wenn wir da drauf gehen, können wir Kennzeichen vergeben, 24.000 kostet er und das war es dann in dem Sinne auch. Also das waren die beiden Mods. Wir kommen zur nächsten Mod, die ist ein bisschen unscheinbarer, weil hier steckt sie hinter, das ist Querneland Exacta EL. Genau, das ist ein schöner kleiner Streuer. Schön mit Beleuchtungsgeschichten, allen drum und dran, was dazugehört, Warnschildern, hier unten seht ihr die Teller. Das läuft alles. Also einwandfrei, schönes kleines Teil, um das Ganze zu ergänzen. Kriegt man auch schon für 4.000, hat nur 15 Meter Arbeitsbreite und 700 Liter und kann halt nur düngen, nicht kalken. Kann der dementsprechend auch nicht, aber er hat natürlich bedeutend höhere Arbeitsbreite der Amazone und bedeutend höhere Literanzahl. Mit dem Bredal, der kostet auch mehr natürlich, hat aber mehr drinne, größere Arbeitsbreite und kann auch noch kalken. Also er ist sozusagen die kleinste, einfachste Version des Düngens. Finde ich dementsprechend ganz passend. Wenn wir drauf gehen, sehen wir selber, ja, texturenmäßig und sowas passt alles. Das ist also schon eine sehr gute Ergänzung, um auch mal ein bisschen für kleinere, einfache Höfe eine einfache Düngmöglichkeit zu finden. Ne? Also wie gesagt, sehr schönes Teil. So, dann, ja, ich würde sagen, wir machen mal das eins der Hauptstücke zuerst. Das ist das, wo viele drauf gewartet haben. Das hier ist eine Fräse. Die Leute, die jetzt den LS19 oder 17 nicht gespielt haben, sagen jetzt, aha, was ist das? Okay, das Rohr hier oben funktioniert ähnlich wie bei einem Häcksler. So simpel ist es, ne? Da würde das halt in den Anhänger reinprüstern. Passiert hier auch. Hier passiert es aber mit der Variante, die wir vorne mit der Fräse aufnehmen. Sprich, das, was auf dem Boden liegt, können wir dementsprechend mit der Fräse ran, rausfräsen, allen drum und dran. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die Fräse ist hier unter Diverses untergebracht, glaube ich. Da seht ihr die Fräse. 95 PS braucht man dafür, 3 Meter Arbeitsbreite und unten seht ihr die ganzen Fruchtgeschichten und sowas, die ihr damit aufnehmen könnt. Das ist natürlich auch eine Alternative, jetzt um, was weiß ich, anstatt ein Förderband und einen Hänger zu machen, kann man das natürlich dann dadurch da rein katapultieren. Ne? Ich sehe jetzt hier nicht, dass hundertprozentig das Silage zeigt, deswegen bin ich sicher. Normalerweise wurde das hauptsächlich verwendet, um Durchfahrsilos oder Keilsilos leer zu machen, indem man einen Hänger daneben stellte, mit der Fräse ranging und das dann Ganze gleich in den Hänger transportierte. Das muss man dann mal gucken, das müsste man mal ausprobieren. Habe ich noch nicht, kann ich deswegen nicht garantieren, dass es damit funktioniert. Aber sonst seht ihr hier die ganzen Fruchtgeschichten bis hin zu Oliven, Sonnenblumengeschichten. Das funktioniert also mit den Erdfrüchten. Häckselgut, so, ne? Ihr seht also, das ist alles da. Müsstet ihr mal gucken, was da geht. Man kann die Hauptfarbe hier ändern, wenn man es auch so ein bisschen metallisch haben möchte. 5.000 kostet der Spaß, egal welche Lackierung. Finde ich eine sehr schöne Geschichte. Hat vieles halt vereinfacht und ne? Von der Technik her muss man halt selber wissen, ob man sowas mag oder nicht. Ich finde die Idee an sich sonst gut, vor allen Dingen für Durchfahrsilos und Keilsilos, um halt das Ganze da nicht alles schaufeln zu müssen. Ne? Also, schöne Geschichte, sehr schöne Mod. Und wir kommen zum nächsten Part und da sind wir auch schon. Wir haben nämlich einen schönen Valtra. Da hüpfen wir eine Runde rein. Da seht ihr, Valtra A134 aufgrund der Motorgröße. Ich habe den hier schön in goldig gemacht, weil er halt sehr viele Möglichkeiten hat, auch farblich angepasst zu werden. Und ich würde sagen, wir gucken den einfach mal als erstes an. Ich weiß gar nicht, läuft er unter deine? Ja, genau. Da seht ihr die Jungs, die es gemacht haben. Da seht ihr die Reihe, die es dementsprechend ist. Ich weiß gar nicht, ob der Valtra hier überhaupt original mit dabei ist. Das ist die G-Serie. Müsste wenn dann hier weiter vorne sein. Entweder habe ich ihn jetzt übersehen oder er ist irgendwie nicht dabei. Wenn er nicht dabei ist, ist es umso besser. Haben wir auch keinen Vergleich. Aber wir haben hier
Möglichkeiten, bis der Arzt kommt. Die kleine Variante, 75 PS. Wir haben den Reifenhersteller und die Reifenvariante. Ihr seht selber, Breitreifen, Radgewichte, Pflegegeschichten, alles mit dabei. Wir können hier vorne bestimmen, ob wir da die Kotflügel dran haben wollen oder nicht. Wir können die Blinker dementsprechend variieren, Standard oder sequentielle Blinktechnik. Wir können sagen, Rundumleuchte links oder rechts oder beides. Das ist alles machbar. Arbeitslampen, ne, dass die in LED sind. Wir haben hier noch 10er-Scheinwerfer-Geschichten und ich kann jetzt runterscrollen, ihr seht, da kommt auch ein bisschen was. Wir haben hier vorne noch die Gewichtsvariante zu setzen, weil der hat vorne nicht die Möglichkeit, eine Hydraulikgeschichte sowas zu haben. Man kann also bis zu einer halben Tonne vorne an Gewicht setzen. Man kann hier Quicke, Stoll, Hauer, ne, ransetzen, was man halt dementsprechend möchte. Motorausführung haben wir bei 75, 85, 95, 100. 110, 120 und 130 PS, das ist die größte Variante. Dann liegt er immer noch bei unter 100.000, mit 92.000 liegt er immer noch gut, wenn man denkt, ich habe natürlich das ganze Zubehör angemacht, wenn ich das alles ausmachen würde, wäre er erheblich günstiger noch, auch mit der Motorgröße. Ja, Farben haben wir dementsprechend auch alles da. Wie gesagt, wir können hier auch ein bisschen andere Farben nehmen. Wir können sogar die Sitzfarbe hier verändern, da habt ihr gerade gesehen, wie die umgesprungen ist. Wir können den Himmel im Fahrzeug auch dunkel machen. Wir können die Säulenlackierung ändern. Wir haben eine Felgenfarbe, die wir hier einstellen können. Und das Kennzeichen. Also hier ist echt super viel los. Das kann man nicht anders sagen. Also eine sehr, sehr schöne Mod. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ne? Fahrtest. Ja, ich hoffe, dass es jetzt vom Ton her besser ist, also ein bisschen angepasster. Ich werde mal ihn hier schön nebenstellen, passenderweise, so. Und jetzt machen wir erstmal den Motor aus und fangen wir erstmal den Lichttest an. Da seht ihr, die funktionieren alle. Die Rundumleuchten, obwohl wir erst nachträglich anwählen konnten, funktionieren dementsprechend auch. Blinker hinten funktioniert, der Blinker vorne funktioniert auch. Das ist doch schon mal super gelaufen. Wir schauen mal eine Runde rein. Hier dementsprechend haben wir dann keine Reaktion auf Licht, wenn ich dementsprechend das so mache. Da seht ihr aber schön den blaulichen Lichtton durch die 10er-Geschichte. Da fährt dann das ganze Cockpit hoch. Wenn ich dann Licht anmache, dann seht ihr, haben wir eine Hintergrundbeleuchtung. Sieht man im kleineren linken Display vor allen Dingen etwas besser. Hier an den Seiten passiert sonst so nichts. Aber wie gesagt, wir sind auch noch am Anfang. Dafür bietet das gute Stück hier schon eine ganze Menge. So. Ja, preis-shop-mäßig haben wir alles soweit gesehen. Passt da alles, würde ich sagen. Und ja, hier seht ihr die beiden Übeltäter nebeneinander. Ich muss mal gucken, was wir noch ein schönes Bild hiervon hinkriegen. So, das sieht doch schon mal gut aus. So machen wir es. Ja, was soll ich sagen? Immer wenn sowas kommt, wisst ihr, wir sind am Ende der ganzen Geschichte. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Wenn ihr irgendwelche anderen Ideen oder Vorschläge habt, ne, immer her damit. Wenn ihr schon ein paar Mal geguckt habt, noch kein Abo dagelassen habt, lasst es bitte da. Im Verhältnis gesehen gucken momentan knapp ein Drittel die Folgen, die abonniert haben und zwei Drittel haben kein Abo dagelassen bis jetzt. Wenn ihr beim ersten Mal dabei seid, keinen Stress aufkommen lassen, guckt euch ein paar Folgen an. Wenn es euch gefällt, dann bitte Abo dalassen. Ja, dann sage ich nochmal vielen Dank für die Unterstützung dann und ja, bis morgen.